Das Problem mit dem Chicken Wing beim Golf ist, dass es meistens das Resultat einer schlechten Technik ist und ihn direkt zu bekämpfen meist ja nicht so viel bringt. Wie du ihn trotzdem loswirst, das erzähle ich dir jetzt. Wie sieht ein Chicken Wing aus? Ungefähr so hätte ich gesagt. Ja, das hast du sicher schon mal gesehen, dieses furchtbare Bild nach dem Treffmoment. Das nennt man einen Chicken Wing. Und nicht nur, dass das hässlich aussieht, es ist auch sehr, sehr unpraktisch für den Golfschlag. Ich würde sagen, das ist etwas, was wirklich fast alle Amateurgolfer irgendwann mal in ihrer Golferkarriere gehabt haben. Das Problem beim Chicken Wing ist ja, dass das Resultat, also der Chicken Wing, ja selber nicht das Problem ist, sondern dass die Probleme, um den Chicken Wing zu bekommen, weit vorher entstanden sind. Und diese möchte ich dann in weiterer Folge mit dir durchgehen. Aber wie erkennst du einen Chicken Wing? Ein Chicken Wing äußert sich dadurch, dass eben nach dem Schlag die Ellbogen extrem weit auseinander sind, das Griffende relativ nah dem Körper ist und wenn man am Video schaut, dann sieht man, wenn man von dieser Perspektive filmt, dass zuerst der Ellbogen kommt und dann erst der Schläger und nicht umgekehrt zuerst der Schläger und dann erst der Ellbogen. Also das ist das beste Indiz, finde ich, für den Hobbygolfer zu erkennen, ob er einen Chicken Wing hat, eben von dieser Kameraperspektive. Am Ende des Tages ist der Chicken Wing ja nichts anderes als eine Hackbewegung der Arme. Das heißt, dass die Arme aggressiv von hier quer über den Körper nach links arbeiten, anstatt dass die Hände von hier hinauf arbeiten, was in einem guten Golfschwung passiert. Das heißt, in jedem Golfschwung, wo die Hände so arbeiten, kann man eigentlich ja, mehr oder weniger von einem Chicken Wing sprechen. Und da gibt es viele Gründe, was das verursacht und diese gehe ich jetzt mit dir durch. Der häufigste Auslöser eines Chicken Wings für den Hobbygolfer ist wahrscheinlich eine offene Schlagfläche. Das heißt, dass im Schwung die Schlagfläche sehr spät nach rechts zeigt. Zeigt die Schlagfläche spät, also kurz vor dem Ballkontakt nach rechts, dann muss der Golfer beginnen, eine sehr starke Bewegung mit den Händen in diese Richtung zu machen, also das linke Handgelenk dorsal zu schaufeln, damit sich das irgendwie ausgeht, dass man die Schlagfläche im richtigen Moment noch gerade bringt. Und da bricht dann auch die Ellbogenposition komplett zusammen. Und ich würde eben sagen, das ist wahrscheinlich der häufigste Grund für den Chicken Wing. An zweiter Stelle, und meistens geht es auch einher mit der offenen Schlagfläche, ist es eine zu steile Schwungbahn. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und der Schlägerkopf in diese Richtung geht im Abschwung, dann bin ich zu steil unterwegs und ich kann jetzt nur verhindern, dass ich nicht aggressiv im Boden reinhaue, dass ich eben beginne, die Ellbogen anzuziehen in diese Richtung, um eben den Schlag noch zu retten. Der dritte Hauptgrund für Chicken Wings ist es einfach, die fehlende Streckung zu haben. Was heißt das? Wenn ich jetzt einen Schwung mache, dann siehst du, dass hier kurz vorm Treffmoment, also wenn der Schaft hier parallel beim Boden ist, ja, dass er eigentlich so weit unten ist, dass ich, wenn ich jetzt einfach mich normal bewegen würde, dass er eigentlich hier im Boden reinschlägt. Wenn du meine Videos über den perfekten Abschwung verfolgt hast, hier übrigens kannst du noch einmal das Video sehen, dann weißt du, dass man ja ungefähr, wenn man hier ist im Abschwung, dass man beginnt mit Bodenkräften zu arbeiten, dass man beginnt sich hochzudrücken, wegzudrücken und das ist dann der Grund, warum man eben dann nicht in den Boden hineinschlägt. Fehlen diese Bodenkräfte, fehlt diese Streckung hier, dann beginnt der Golfer dann das irgendwie anders auszugleichen und er beginnt dann die Ellbogen anzuziehen. Und dann kriegen wir eben dieses furchtbare Bild. Das heißt, es ist wichtig, dass man jetzt nicht nur einfach hergeht und sagt, okay, da ist mein Chicken Wing, ich versuche die Arme gerade zu bringen und versuche so durchzuschwingen. Das bringt sehr, sehr wenig, wenn nicht vorher die anderen Sachen passen.
Kommen wir zurück zur Schlagfläche. Die offene Schlagfläche könnte Folgendes verursachen. Erstens einmal ein sogenannter Zuschwacher Griff. Das heißt, die Griffstellung links ist nicht optimal und rechts ist vielleicht auch nicht, so wie es gehört. Und das öffnet automatisch im Schwung den Schläger. Wenn du nicht weißt, wie ein ordentlicher Standardgriff ausschaut, hier oben habe ich noch einmal ein Video verlinkt. Da kannst du sehen, wie der Griff im Golf ausschauen soll. Ist die Schlagfläche offen, dann ist es auch nicht unrealistisch, dass man dann versucht, das auszugleichen, das Rechtsschlag auszugleichen, indem man eben versucht, den Schlägerkopf mehr in diese Richtung zu schwingen, also nach links steil auf den Ball zu schwingen, weil man eben versucht, irgendwie die Schlagfläche zu schließen. Und das heißt, man kann sagen, dass die offene Schlagfläche und die zu steile Schwungbahn und somit der Slice, den man da durchschlägt, dass die absolut einhergehen. Und man muss dann arbeiten, nicht nur eben, wie gesagt, dass man die Arme hinten gestreckt hat nach dem Schlag, sondern dass man auch vorher schon Sachen richtig macht. Übrigens, falls du neu auf meinem Kanal bist und weitere Videos in dieser Art sehen möchtest in der Zukunft, dann vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir eben in Zukunft uns nicht mehr versäumen. Wenn du jetzt einen ordentlichen Griff hast, dann kann es natürlich immer noch passieren, dass die Schlagfläche zu spät offen ist im Schwung. Und der Grund für das ist meistens, dass die Handgelenke in keiner ordentlichen Position sind. Und zwar kann ich über eine dorsale Beugung, also wenn ich das Handgelenk in diese Richtung hier beuge, kann ich die Schlagfläche öffnen. Und wie du vielleicht weißt, haben die meisten guten Golfer das Handgelenk flach oder sogar leicht gebeugt im Treffmoment. Und das ist, was für die Schließung der Schlagfläche verantwortlich ist. Ich habe auch hier ein Video gedreht über den Handgelenkseinsatz und das solltest du dir auch vielleicht anschauen, wenn du in dem Bereich Probleme hast. Wie gesagt, wenn du den Griff in Ordnung hast und die Handgelenksstruktur in Ordnung hast, dann ist die Schlagfläche mal repariert und dann hilft es, wenn du dann versuchst, die Schlagfläche mehr nach hinten runter zu bewegen und dann gefühlt in diese Richtung zu schwingen, das heißt nach rechts zu schwingen. Das heißt, du versuchst weniger von außen an den Ball zu kommen, wie hier und steil, sondern versuchst mehr den Schlägerkopf mehr nach hinten zu bewegen, hinter den Körper und versucht mehr in diese Richtung zu schwingen. Und wenn die Schlagfläche jetzt eben nicht offen ist, sondern eben gerade oder leicht geschlossen, dann geht der Ball auch nicht rechts weg, sondern er wird einen kleinen Draw machen und sehr häufig hat man dann auch keinen Chicken Wing mehr. Jedoch gibt es da noch ein weiteres Problem und zwar durch diese extrem steile Bewegung auf den Ball hat der Golfer über ja, wahrscheinlich Jahre gelernt, dass er den linken Arm eigentlich so richtig blockiert und ihn nicht frei ja, supiniert, sagt man dazu, also dass man ihn hier fast ein bisschen rollt. Wenn du hier schaust bei mir, siehst du hier, dass im Treffmoment der Handrücken flach ist und jetzt kannst du meine Handfläche sehen und die Handfläche zeigt so ein bisschen schräg in den Himmel rauf. Würde das Ganze so ausschauen, dann siehst du, dass die Handfläche runter zeigt und das wäre eben so ein Chicken Wing. Und viele Golfer kennen das gar nicht, weil sie eben ein Leben lang immer nur von außen reingeschlagen haben. Das heißt, es ist dann ganz gut, dass du zum Beispiel einen Schläger nimmst, nur in die linke Hand und einfach mal versuchst, hier nur so den Schläger zu bewegen, dass die Handfläche schräg in den Himmel rauf sieht. Hier ist es dann noch gar nicht so wichtig, dass du viel drehst. Das kommt erst später und ist auch nicht so wichtig, dass du die Schlagfläche zugeschlossen hast, weil du willst ja eigentlich eine offene Schlagfläche loswerden in erster Linie. Wenn du dann ein Gefühl dafür hast, kannst du dann beginnen, dich ein bisschen auch mit dem Körper mitzubewegen. Und dann geht sich das hier wunderschön aus und du siehst auch gleich, dass die Ellbogen näher beieinander sind. Jetzt ist es noch ganz, ganz wichtig, dass man den Körper richtig einsetzt im Golfschwung und die Gewichtsverlagerung richtig macht, weil wenn man das macht, dann haben die Arme eine bessere Chance, eine bessere Bewegung zu machen. Und damit du das lernst, wie das geht, habe ich hier oben eine Playliste über die Gewichtsverlagerung beim Golfschwung zusammengestellt. Schau doch mal diese Videos hier an, es sind nur ein paar wenige
und die können dir sehr helfen, dass du eben deinen Golfschwung stark verbesserst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald drüben auf der anderen Seite. Tschüss!